Was für ein Motocross-Wochenende in Möggers. Die 31. Auflage des MX-Weekends hatte es einmal mehr in sich. Tausende Zuschauer pilgerten auch in diesem Jahr wieder an die Kultstrecke im Laiblachtal und erlebten die perfekte Motocross-Show mit 242 Fahrern aus 18 verschiedenen Nationen. Ich denke, es geht nicht mehr besser. Wir haben schon im Vorfeld diskutiert darüber, mit diesen Topstars am Startbalken und dem schönen Wetter. Es wird wahrscheinlich das gesamte Highlight in 30 Jahren sein. Aber nicht nur der Präsident frohlockte, auch die Fahrer freuten sich über ein mega Wochenende. Allen voran natürlich der amtierende Weltmeister Jeffrey Herlings aus den Niederlanden und auch der WM-Spitzenfahrer Jeremy Sewer. Der Schweizer fühlt sich in Möggers immer pudelwohl, dominierte beide Rennläufe und sicherte sich somit den Gesamtsieg in der Königsklasse ADAC MX Masters. Für uns WM-Fahrer ist das natürlich das perfekte Training beim ADAC. Starkes Fahrerfeld hier in Möggers mit Jeffrey, Max und den ganzen anderen Kollegen. Strecke ist perfekt durch den Regen. Die Woche, denke ich, hat sie sich echt perfekt ausgefahren und perfekter Boden, weich unten drin. Von dem her macht es richtig Spaß. Die haben einen guten Job gemacht und jetzt schauen wir aufs Rennen und versuchen Spaß zu haben. Sewer hat aber nicht nur auf der Strecke Vollgas gegeben. Bereits bei der Autogrammstunde war Ausdauer gefragt. Ja, unglaublich. Also manchmal bei der WM ist nicht so viel los. Ist echt krass. Wir haben jetzt 45 Minuten durchgeschrieben und es ist immer noch eine Riesenschlange. Tut mir leid für die Leute natürlich, aber irgendwann tut die Hand weh. Das Zuschauerinteresse aufgrund des besten Startfeldes aller Zeiten in diesem Jahr besonders hoch. Und die Motorsportfans aus nah und fern mussten ihr Kommen nicht bereuen. Ganz im Gegenteil, Möggers stand auch in diesem Jahr wieder für herausragende Motocross-Action. Ja, die Zusammenarbeit ist phänomenal. Wir haben ein super gutes Klima. Wir haben ja immer wieder unsere Orga-Team-Besprechungen mit dem Veranstalter, wo wir das auch immer wieder reflektieren und zurückgeben. Also es ist ein ganz tolles Team, das hier das Event trägt und mit uns zusammenarbeitet. Und wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Und wie man sieht, kommen auch viele Zuschauer. Die Rennfahrer sind hellauf begeistert von der Strecke und von der Organisation. Wir machen jetzt die Serie 15 Jahre. Ist das auch ein Highlight, wenn man also Weltmeister Jeffrey Herlings und wenn man diese Kaliber, Max Nagel, Jeremy Sewer aus der Schweiz, man sieht ja, wie viele Schweizer Fans dann jetzt hierher kommen. Und wenn diese Big Guys dann rumbetteln und unser tolles Starterfeld, das wir in der Qualität auch dahinter bieten können, dann auch noch schönes Racing macht, also wie gesagt, da lacht das Herz des Organisators und des Promoters. Das 31. MX-Weekend in Möggers ist schon wieder Geschichte. Wir sind schon gespannt, was sich die Veranstalter rund um MCC Möggers Präsident Gregor Wucher für die kommende Auflage einfallen lassen.